Zuschauer, herzlich willkommen vom Parkett der Frankfurter Börse bei Inside Wirtschaft. Ja, die Welt ist im Wandel und so ist das natürlich auch bei Steuerthemen. Welche Neuerungen es da 2017 besonders für den Mittelstand gibt, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Sven Gläser. Er ist Rechtsanwalt und Steuerberater bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz in Stuttgart. Schön, dass Sie da sind. Was sind denn die wichtigen Steuerthemen für den Mittelstand 2017? Ja, da ist sicher das sogenannte BEPS-Projekt zu nennen, ein Projekt der OECD, Base Erosion and Profit Shifting, mit dem verhindert werden soll, dass multinational tätige Unternehmen ihre Profite, ihre Gewinne in steuergünstige Länder verlagern. Das hat für den Mittelstand insbesondere umfangreiche Dokumentations- und Mitwirkungspflichten zur Folge. Was müssen Unternehmen da konkret machen? Ja, also mit dem ersten BEPS-Umsetzungsgesetz, das zum 01.01.2017 in Kraft getreten ist, sind insbesondere zwei Dokumentationspflichten eingeführt worden. Zum einen für Unternehmen ab 100 Millionen Euro Umsatz das sogenannte Masterfile-Localfile-Konzept, bei dem letztlich zu dokumentieren ist vom Unternehmen die Struktur des Unternehmens, seine Strategie und der Aufbau. Und bei größeren Unternehmen ab einem Umsatz von 750 Millionen Euro haben wir dann das Country-by-Country-Reporting. Das heißt, für jede einzelne Einheit im weltweiten Konzern ist zu dokumentieren die Umsatzerlöse, der Gewinn vor Steuern, die gezahlten Steuern und die Zahl der Mitarbeiter. Das sorgt natürlich für weltweite Transparenz und wird entsprechend dann auch von den ausländischen Fiski natürlich zu zusätzlichen steuerlichen Begehrlichkeiten führen, zumal eben auch ein automatischer Informationsaustausch seitens der Finanzverwaltungen vorgesehen ist. Ist denn da noch mit mehr Maßnahmen zu rechnen? Also zunächst mal durchgeführt und eingeführt worden ist schon das Verbot des sogenannten Double Dip. Das heißt, es sollen Gestaltungen verhindert werden, bei denen etwa Zinsaufwendungen doppelt berücksichtigt werden, sowohl im Inland als auch im Ausland, etwa bei Personengesellschaften mit ausländischen Gesellschaftern. Das ist bereits umgesetztes Recht. Und darüber hinaus ist in der gesetzgeberischen Pipeline das zweite BEPS-Umsetzungsgesetz, mit dem letztlich offengelegt werden soll, die jeweilige Geschäftsbeziehung, Beteiligungsstrukturen von Inländern mit ausländischen Vertragspartnern, mit ausländischen Gesellschaften, soweit sie im Nicht-EU- und Nicht-EWR-Raum sitzen. Jetzt waren wir schon sehr international. Gibt es auch national wichtige Steuerthemen, die Sie 2017 auf der Agenda haben? Ja, also das ist das Thema Versorgungs- und Pensionszusage, das eine große Rolle spielt, gerade bei Unternehmensverkäufen und auch Nachfolgegestaltungen. Da erweist sich das oft als Hindernis. Und der BfH, das ist hier eine erfreuliche Nachricht, hat hier eine Erleichterung vorgesehen, wonach eben bei Verlagerung auf Dritte hier deutlich einfachere Möglichkeiten bestehen. Es gibt eine Reform der Erbschaftssteuer. Wie sieht es da aus? Die Vorschriften sind erst seit wenigen Monaten in Kraft, sehr komplex, sehr widersprüchlich zum Teil. Hier wartet die Praxis dringend auf entsprechende Verwaltungsvorschriften seitens der Finanzverwaltung. Akuter Handlungsbedarf besteht insoweit, als das neue Recht ja nicht nur sehr einschränkt die Übertragung von nicht begünstigtem schädlichem Verwaltungsvermögen, sondern in bestimmten Fällen eben auch jede Begünstigung versagt, wenn zu viel Verwaltungsvermögen im Unternehmen vorhanden ist. Deswegen hier die Empfehlung, den aktuellen Status zu überprüfen und im Blick auf künftige Übergänge dann zu optimieren. Thema Umstrukturierungen, was ist da für den Mittelstand zu sagen? Ja, da gibt es auch eine erfreuliche Botschaft. Der Bundesfinanzhof hat hier in einigen wegweisenden Urteilen deutliche Erleichterungen für Umstrukturierungen bei Personengesellschaften vorgesehen. Dieses Zeitfenster sollte man nutzen, bevor der Gesetzgeber möglicherweise wieder aktiv wird und wieder die Rechtslage verschärft. Also ich sehe schon eine Menge Holz für 2017. Dr. Sven Gläser von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz. Vielen Dank, dass Sie uns das alles so erklärt haben. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Inside Wirtschaft.